Du brauchst mehr Geld für deine Gründung, als du selbst an Eigenkapital vorhanden hast? Nun, dann wirst du Fremdkapital beantragen, aber meistens wird von dir eine Bürgschaft oder werden mehrere Bürgschaften abverlangt. Und ich werde dir heute zeigen, welche das sind und welche Rechte, Pflichten und Kosten du auch hast und wie die Abläufe sind. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und sehr häufig sind die Gründung oder Wachstumsvorhaben auch damit verbunden, Finanzierungsmittel zu beschaffen. Und diese Finanzierungsmittel, wenn es dann Fremdkapital von Banken oder Förderinstituten sind, nun, die sind häufig auch mit einer Bürgschaft hinterlegt oder gefordert. Die erste Bürgschaft, die immer mit einer Fremdkapitalbeantragung verknüpft ist, ist die persönliche Bürgschaft. Ja, auch wenn du Geschäftsführer einer Kapitalgesellschaft, UG oder GmbH bist, wirst du in eine zweckgebundene Bürgschaft hineingehen. Denn du würdest wahrscheinlich auch dein Auto nicht verleihen an einem Freund, der von vornherein sagt, Entschuldigung, wenn ich dein Auto zu Schrott fahre, kriegst du es nicht zurück. Genauso denken auch Banken. Es gibt natürlich einige Ausnahmen, wo verlorene Darlehen vergeben werden. Aber das sind bestimmte Innovationsprogramme, die ein hohes Risiko dann auch fördern. Da ist es möglich, dass du dafür nicht haftest. Aber ansonsten gehst du immer mit einer persönlichen Bürgschaft ins Rennen. Achte aber darauf, dass du diese Bürgschaft zweckbindest an diesen Finanzierungsantrag. Ansonsten haftest du auch noch in 50 Jahren, wenn du deine Firma längst verkauft hast, weil du eine allgemeine Bürgschaft für alle Finanzierungsanträge der Bank gegeben hast. Also limitiere das nur auf dieses Vorhaben und nur auf dieses Kreditprogramm. Die zweite Bürgschaft, die dich dann konfrontieren wird bei vielen Vorhaben, ist, dass die KfW-Bank eine Bürgschaft inhärent automatisch mitgibt. Zum Beispiel beim KfW-Startgeld. 100.000 Euro ist die Summe dort möglich zu beantragen, ist eine 80-prozentige Bürgschaft von der KfW mit drin. Und bei größeren Programmen, zum Beispiel ERP, Gründerkredit universell, da ist die KfW immerhin noch mit 50% in der Bürgschaft mit drin. Heißt es aber, dass im Ausfall entsprechend die KfW-Bank das Geld von dir nicht zurückhaben willst, dass du aus der Haftung raus bist? Nein, das bedeutet es nicht, sondern die KfW haftet gegenüber deiner Hausbank, über die du zunächst als erstes den Antrag stellst. Als erstes die Hausbank, die haftet mit 20% oder 50% und dahinter, da kommt die KfW und haftet dann mit 80% oder den verbleibenden 50%. Sollte es also zum Ausfall kommen, dann zahlt die KfW der Hausbank die Mittel, für die sie birgt. Aber die KfW kommt dann wiederum zu dir und will von dir das Geld haben. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn überhaupt der Vorteil für eine Bürgschaft durch die KfW, wenn danach die KfW zu dir kommt, wenn du es nicht zurückzahlen kannst. Nun, der Vorteil ist, dass du überhaupt Geld bekommst von der Hausbank. Denn du kannst zur KfW gar nicht direkt hingehen bei den meisten Förderprogrammen, sondern du musst über die Hausbank den Antrag stellen und die haftet auch mit 20%. Und würde die KfW-Bank nicht die anderen 80% bürgen, dann hätte die Hausbank ein so großes Risiko, dass sie in der Regel dein Vorhaben zu begleiten ablehnen würde. Das bedeutet, im Ausfall bezahlt die KfW die 80% der Gelder, übernimmt das komplette Risiko, aber die KfW wendet sich dann schon an dich für die Rückzahlung der Mittel, die die KfW in die Hausbank weitergeleitet hat. Solltest du deine Antragstellung für Fremdkapital nicht über Hausbank und KfW abbilden, sondern über Landesbanken oder andere Förderprogramme gehen, nun so wird in der Regel dann von der Hausbank oder Geschäftsbank, mit der du zusammenarbeitest, die Bürgschaft von der Bürgschaftsbank gefordert. Und die Bürgschaftsbank, die macht das Ähnliche wie die KfW. Sie bildet dann zum Schutze der Hausbank eine Bürgschaft ab. Nur hier ist es so, dass die auch entsprechend bezahlt werden muss. Du zahlst also auf der einen Seite 1,5% in der Regel Abschlussgebühr, wenn du den Antrag gestellt hast und bewilligt wurde. Und du zahlst dann noch 1,5% per anno auch noch an Bürgschaftsgebühr für die Laufzeit der Bürgschaft. Zu guter Letzt kannst du natürlich auch noch Dritte, entweder Gesellschafter mit mindestens 10% Anteil und der Geschäftsführerposition noch in die Bürgschaft mit reinnehmen oder andere Personen, die vermögend sind oder größere Sicherheiten haben. Meistens aber zu 90% reicht die Limitierung der Bürgschaft für die Hausbank zur Bewilligung deiner Fremdkapitalanträge in Form der persönlichen Bürgschaft und der KfW oder der Bürgschaftsbank. Wichtig ist nur, dass du den zeitlichen Prozess im Auge hast. Dann gehst du über die KfW, bist du in der Regel nach 6 bis 8 Wochen durch. Musst du aber noch zur Bürgschaftsbank, dann kommt in der Regel noch ein kompletter Monat dazu, wo einfach der Prozess länger dauert, weil jetzt 3 Banken, Hausbank, dann die Fördermittelbank und dann kommt die Bürgschaftsbank, noch prüfen und bewilligen muss.
Wichtig für dich ist auch, dass du die Kosten einplanst, dass du aber genau weißt, was da auf dich zukommt, weil einige Kosten werden am Anfang schon fällig, bevor du die Gelder bekommen hast und du kannst von den bewilligten Geldern nicht wiederum die Kosten am Anfang tragen. Zusammengefasst ist also der Vorteil der Bürgschaftsbanken oder der KfW, dass du mit einem Vorhaben ohne Vergangenheit, das heißt keine 3 Jahre am Markt und guten Zahlen, überhaupt Geld bekommst. Das ist der Vorteil. Und damit kriegst du auch zu einem relativ niedrigen Zinssatz. Also wir sprechen hier von 2,3, 2,5, 2,6% bei der KfW oder bei den Landesbanken, wozu jetzt noch 1,5% Bürgschaftsgebühren zusammenkommen. Und das ist relativ günstig für die Phase, in der dein Unternehmen wahrscheinlich ist, das Risiko also sehr groß ist. Und einige Banken, nun, die bieten auch Kombinationsprodukte an, wie zum Beispiel hier in Berlin, wo die Investitionsbank Berlin gleich den Zinssatz mit der Bürgschaftsbankgebühr zusammenfasst und so hast du trotzdem immer noch in der Regel einen Zinssatz unterhalb von 4%, was absolut günstig ist. Solltest du noch Fragen haben für die Antragstellung deines Kredit-, deines Fördermittelantrags, dann helfen wir dir gerne. Du kannst gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, wo du diese Fragen auch zu diesen Fremdkapitalmittelanträgen mit uns diskutieren kannst. Gerne helfen wir dir auch bei der Antragstellung, beim Finanzplanaufbau, bei der Vorbereitung der Bankenwege und Bankengänge. Gerne machen wir auch ein Bankengespräch mit dir als Assessment und empfehlen dir auch den richtigen Ansprechpartner bei den Banken. Ich wünsche dir nun viel Erfolg und freue mich darüber, wenn du den Kanal jetzt abonnierst oder uns weiterempfehlst. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.